Ja, hallo und herzlich willkommen hier zum Projekt irgendwo in Thüringen, dem Singleplayer-Projekt vom Münsterland TV. Ach, wir müssen zur Mühle. Wir haben uns gestern vorgestern, also alle zwei Tage die Folge, vorgestern ein bisschen orientiert, wo wir hin müssen. Ich hoffe, dass ich es mir gut gemerkt habe, damit wir hier uns aufs Fahren konzentrieren können. Der Fluss ist hier das Problem, das habt ihr vielleicht in der ersten Folge gesehen. Hier kommt man nicht überall und überall rüber, deswegen eher vorher Map studieren, um dann zu sagen, okay, ich weiß wohin. Und die Ernte könnte sogar durch sein, es könnte sogar sein, dass wir das durch haben, aber wir machen es natürlich fertig. Erstens haben wir die Gerätschaften kostenlos. Und zweite Eselbrücke rüber. Und zweitens kriegen wir ja den Ertrag, dann kriegen wir mehr erwirtschaften ausgezahlt. Oder wir können uns den in Lager. Oh, was ist jetzt los? Ins Lager legen. Ich habe, glaube ich, zu gut gefrühstückt. Ach ja. Ich habe ja auch einen schönen Karfreitag gehabt und einen schönen Ostersamstag. Heute ist Ostersonntag. Ich bin heute im Münsterland. Grüße gehen raus. Also nicht in Thüringen. Genau. Bin da sowohl bei meiner Familie als auch in der Heimat, wo ich aufgewachsen bin, denke ich mal so in dem Gebiet. Ne? Wenn es einer kennt, Isselburg die Ecke, da bin ich jetzt jemanden besuchen. Sieht das mal gut aus. Und da freue ich mich auch drauf, meinen alten Klassenkameraden. Daher ist es da gewollt von beiden Seiten und das ist dann immer ganz schön, wenn man sich dann mal wieder trifft. Ne? Die Klassentreffen sind ja dann eher gestellt und so. Mag ich auch, habe viele Klassentreffen oder ein paar Klassentreffen jetzt geplant. Das letzte war ich jetzt nicht da, weil ich auch nicht geplant hatte. Und ist mir, naja, dann doch zu einfach war für 15 Jahre, aber das ist am Rande. Aber ja, man sollte Sozialkontakte pflegen. Ne? Das haben wir in Corona verlernt. Müssen wir einfach mal wieder lernen. Ne? So, hier Tankstelle, okay. Brauchen wir aber nicht, weil es nicht unser Fahrzeug ist. Oh, hier sind auch große Silos. Ein schöner Lohnerhof hier, ne? Wenn wir das als Multiplier hätten. Aber da sind wir ja auf der Münsterland recht glücklich. Denke ich mal. Das heißt, was wir hatten, als wir die ersten Folge hatte oder den ersten Stream hatte, dass ich da immer rausgeflogen wurde. Rausgeflogen wurde. Aber hatte ich jetzt gestern im Stream nicht, also am grünen Donnerstag, das ist übrigens die Mühle. Da hat man, glaube ich, auch einen Auftrag hin, ne? Als wir so ein Euro-Projekt hatten. Ich glaube, die Mühle ist das rechts, ja. Sie sehen, ob die Prozente hochgehen, ne? Direkt, sonst muss er direkt stoppen. Und ich glaube, hier müssten wir rückwärts dran. Prozente gehen hoch, sehr gut. Da geben wir hier richtig ab. Oh, abgeschlossen schon, ja. Das habe ich vermutet. Das heißt, alles, was jetzt kommt, könnten wir bei uns auf dem Hof einlagern. Überlege, im LS19 bin ich nicht gerne in Ansicht gefahren, aber hier durch Headtracking
ist eine coole Sache. Auch die Größenverhältnisse, glaube ich, hat man hier ein bisschen angepasst. Es wirkt etwas mehr realistischer und das war ja das, was ich bei jetzt muss ich überlegen, wie es hieß, Gatling Crops so gut gefunden habe, weil es da größer wirkt, das ist schon der Mais etc., der Maiseinzug und vieles hat man hier aus meiner Sicht übernommen, angepasst oder es kommt mir nur so vor, kann natürlich auch sein. Von daher sage ich ja immer wieder, selbst wenn man Gatling Crops nicht gemocht hat, als LS-Spieler hat man auch seine Vorteile daraus, weil ne, Konkurrenz belebt das Geschäft und die anderen machen ja auch nicht alles falsch. Aber jetzt sind wir auch schon ziemlich glücklich hier im LS und ja, Gerüchte nach einem neuen sind ja auch schon da, wann sie kommen sollen nicht, aber heute mussten hier rein. Von daher werden wir bestimmt auf der FarmCon mehr erfahren, werde ich wieder ein schönes Video machen, hoffe ich einfach, dass ich es hinkriege. Es war ganz, kam ganz gut an. Vom FarmCon 23 könnt ihr gerne mal schauen bei mir auf dem Kanal. So, jetzt fahren wir hier nämlich wieder zurück, tanken den Rest ab und dann hoffentlich ernten wir den Rest und haben den Auftrag, oder der Auftrag haben wir schon fertig. Wir nehmen jetzt einfach noch alles mit, ne? Hier unten. Oh, oh, oh. Spiel nicht den Flixbus hier. Das ist auch tragisch, ne, was da auf der A9 passiert ist. Mal gucken, was da rauskommt. Sind sie ja den Fahrer. Haben sie ja im Visier gerade. Aber ermittelt ist ja der Sinn. Muss ja aufgeklärt werden, warum so ein Bus auf einmal schläft. Auf gar keinen Fall, aber ob der Drescher noch mal voll wird. Oder? Jetzt macht Sinn. Weil wir haben jetzt auch schon Geld bekommen, ich glaube 3000 circa. Auch heute in der Folge fertig werden, weil wenn ich aus dem Frühstand rausgehe und wieder rein, sind die 100% Aufträge weg, ohne dass wir das Geld dafür kriegen. Geht natürlich nicht. Aber wir haben ein bisschen. Dafür müssen wir aber auch den Trecker leer haben. Das heißt, zur Mühle sollten wir mal fahren oder halt zumindest zu unserer Farm. Ich würde es jetzt erstmal verkaufen. Gleich hinter uns haben wir, glaube ich, ein bisschen was nicht stehen. Aber da hinten auch.
Akku runtergelassen. Aber da haben wir vereinbart, dass wir das einfach am Feld stehen lassen. Der wollte das direkt hier abholen. Den Drescher auf jeden Fall. Der muss nicht zurück. Dann werden wir noch hier die 5000 Liter oder wie viel wir jetzt da haben, noch schön verkaufen. Hier drin. Also, erzähl nicht. Okay. Aber kommt noch mal gut was zusammen. Ne? Ich lasse hier auch auf die Zeit auf 5, damit ein bisschen was passiert. Ne? Ist ein schönes Dachfenster, ne? Schön die Map, ne? Man fährt hier 5 Meter und es sieht ganz anders aus, aber immer steht man im Wald oder wieder auf freiem Feld hier oder hier in dem Dorf jetzt, wo wir jetzt reinkommen. Man muss auch nicht mit Vollgas durch. Jetzt bei meinem Fahrerskill eh besser. Ein Stück, sorry.
Ah, es war der Peter. Der fährt hier immer Brötchen holen. Kommen wir denn? Um 16 Uhr fährt er keine Brötchen mehr holen. Ach ja. Warum ist die Mühle? Na, für einen Trecker wird es da noch nicht reichen, ne? Also wir brauchen durch die Berge schon ein paar PS. Ich denke, wir werden hier wieder bei Klaas landen. Aber könnt ihr gerne mal in die Videobeschreibung schreiben, was ist denn für euch so das, jetzt mal abgesehen vom Vorlieben, ne? Der beste Trecker vom Preis-Leistungs-Verhältnis, wobei Massey Ferguson auch okay ist, ne, mit den Preisen. Was wir hier hingeben, ne? Astrak, weiß ich nicht, der ist jetzt einfach nur schnell, der ist jetzt nicht so für die Bodenbearbeitung, glaube ich, gedacht. Hätte ich jetzt auch nicht auf der Liste, ne? Naja. Ja, schon Trecker, womit wir zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Flug haben, dass wir zumindest so Flugaufträge machen könnten oder so. Wäre schon mal nice. So, rückwärts. Also es wird nicht der Klaas 5000 werden, leider. Ich glaube, der kostet 400.000. Ja, hier haben wir nochmal 4.000 bekommen, das heißt wir haben 96.000. Wir können jetzt mal hier in den Auftrag gehen. Das ist aber nervig. Ein Singleplayer. Das hat man halt auf dem Server nicht, ne? Ich muss jetzt hier unten irgendwo sein. Da, genau. Jetzt haben wir hier abgeschlossen, abschließen 4. 8.000, okay. Ja, genau, wegen den Mietkosten, ja. Rückzahlung. Nicht verkaufte Erträge. Okay, was haben wir? So, was können wir als nächstes machen? Düngen. Ah, wird schon gut Geld geben, ne? Düngen ist jetzt, glaube ich, auch nicht meins. Ernten. Ah, das wäre schon. Das wäre lecker. Feld 3. So. Oh, hier. Nee. Feld 5. Es wird wahrscheinlich uns mehrere Tage beschäftigen, aber es gibt uns lecker Geld, ne? Feld 5, mal gucken. Feld 5 muss ja hier oben irgendwo sein, oder? 7, 5, da ja. Feld 3 wäre hier, hat einen schöneren Schnitt, aber Feld, Dings. Wäre schon cool, wenn wir hier vorne reinfahren und dann sind wir schon da. Ne? Das heißt, wir müssten hier einfach nicht an der Kreuzung, nicht dann nach rechts, sondern eher nach links auf dem hellen. Ah, wäre schon lecker. Was geben die uns an Fahrzeugen? Auf jeden Fall ein Klaas, ein Fendt. Zwei Anhänger, ein Überladewagen und ein Klaas. Siebentausend Mieten. Was wir hier? Hafer. Da haben wir sogar einen LKW, aber einen hässlichen Trecker. Entschuldigung, Annalena. Nee, dann lass uns das hier nehmen. Geräte leihen, ja. Lass uns nochmal neue Verträge gucken. Das haben wir 50, Felddüngen auch 50. Wahrscheinlich auch schneller getan. Häcksel. Ach, ich habe Häckselaufträge drin, ne? Ah. Da gibt es keine Dings drin. Ah, okay. Reizen.
Lass uns den nehmen. Gerät ausleihen. Vielleicht können, wenn die dann noch da sind, die anderen Aufträge, können wir die ja machen mit den Gerätschaften. Das sollte gehen. So, ich hoffe, es habe ich gemacht. Ja, das ist der. Mal aufsteigen und gucken. Ah, warum legen die den nicht drauf, den Schneidwerk auf den Schneidwerkswagen? Das ist der Schneidwerkswagen. Dann lass uns erstmal alles andere wegfahren. Dann packen wir an den Fendt die beiden Anhänger, würde ich sagen. Das da irgendwie dran kriegen, ne? Stolz auf mich, das sieht so gut aus. Vielleicht zu gut, ich weiß es nicht. Nee, es ist dran. Sehr gut. Lass uns den mal als erstes fahren, ne? Dann ist der hier weg mit den drei Geräten. Ja, komm, ich fahre den noch rüber. Jetzt wissen wir ja, wie wir fahren müssen, hoffentlich. Aber raus. Ein Stau ist da, oder? Da wir da nicht rein müssen, können wir dran vorbei. Also dann, ja, wir müssen hier rüber. Dann machen wir den mal raus. Vorne wieder rein. An der Einfahrt ungefähr hier. Sehr schön. Ja, man muss draus lernen aus Fehlern. Ne? Wenn man sich einmal verfahren hat, man verfährt sich zumindest an der Stelle nie wieder. Wollte man. Ich möchte jetzt nie sagen, aber. So, wir bleiben jetzt hier links an der Gabelung. Feld 5, ne? Mal gespannt. Ja, noch den Überladewagen mitnehmen. Einfach, dass wir so viel Kapazität vor Ort haben, wie nur geht. Bin nur alleine, aber trotzdem. Dann können wir den nämlich. Ja, ich könnte jetzt auch Helfer einstellen, mache ich ja nicht. Das ist halt. Sollte hier entspannt sein. Und den abladen lassen und den anderen. Brechen und ja. Wir fahren jetzt gleich da hinten. Links geht's richtig ab, ne? Das müsste schon Feld 5 sein hier, ne? Dann könnte ich die Wiese eigentlich erstmal nutzen hier. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist das Feld 5.
Ja, ist es auch, okay. Ja, wir sagen Motor aus. Und das war die Folge für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir kommen ganz gut voran. Der Kontostand zeigt zumindest schon mal 100.000 an. Einen Trecker im Angebot nochmal gucken, wer man. Ja, kein Ding mehr braucht. Das dafür welche. Ja, lustig sind sie, aber brauchen wir nicht. Der wäre okay, glaube ich. Was kriegen wir da rein? Oh, 45.000, ne? Wollen wir den schon mal holen? Haben wir zumindest einen Anhänger. Werden wir irgendwann brauchen. Und hier haben wir 45%. Ich glaube, den holen wir schon mal, ne? Was hat der für Kapazität? Der Schmierfett noch mal aus. 40. Das ist doch erstmal okay, ne? Komm. Rabatte müssen wir nehmen, wenn sie da sind, ne? Und, weiß nicht, wäre das jetzt eine. Ein Mähwerk oder so, da hätte ich gesagt, lass mal erstmal. Aber so haben wir zumindest schon mal einen Anhänger stehen und wir schauen in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Wobei, ich glaube, wir wissen, wie es weitergeht, die nächsten 2 Folgen, aber ja, bis dahin. Tschüss.